Willkommen bei Algebra Bar. Heute geht es darum, die Polynomdivision zu üben. Hierzu habe ich mir vier kleine Aufgaben ausgedacht und wir gucken jetzt einfach, wie wir die dann lösen können. Ich empfehle euch, sofern ihr schon genug Kenntnis über Polynomdivision habt, versucht erstmal diese selber durchzuführen und schaut dann anschließend, wie ich es gemacht habe, um dann zu gucken, okay, ist alles richtig oder nicht. Und ja, wir fangen jetzt einfach mal an. Bei der ersten Funktion f von x ist gleich x hoch 3 plus 2x² minus 5x minus 6 müssen wir nun erstmal überlegen, wann wird diese Funktion 0. Und typischerweise, hatte ich ja schon gesagt, muss man meistens zwischen minus 3 und 3 raten. Hier in diesem Falle ist minus 3 zum Beispiel eine Nullstelle. Würden wir minus 3 einsetzen, hätten wir minus 27 plus 18 sind noch minus 9. Plus 15 macht 6, minus 6 ist 0. Also haben wir x1 ist gleich minus 3. Das heißt, wir müssen jetzt durch den Faktor x plus 3 teilen. Also x hoch 3 plus 2x² minus 5x minus 6 geteilt durch x plus 3. Teilen wir erstmal durch x, dann haben wir x². Wenn wir jetzt zurückmultiplizieren, haben wir x² mal x, haben wir wieder unser x hoch 3. Und x² mal 3 haben wir plus 3x². Ziehen wir es ab, haben wir hier 0. Und hier haben wir 2x² minus 3x² bleibt minus x² übrig. Wir holen die minus 5x runter. Minus x² durch x ist minus x. Minus x mal x² haben wir wieder unser minus x². Minus x mal 3 haben wir minus 3x. Das heißt, hier kommt 0 raus. Minus 5x plus 3x ist minus 2x. Minus 6. Minus 2x durch x ist minus 2. Minus 2 mal x ist wieder minus 2x. Minus 2 mal 3 ist minus 6. Kommt 0 raus. Wunderbar. Alles ist aufgegangen. Die entsprechenden weiteren Nullstellen, die suchen wir hier an der Stelle jetzt nicht. Es geht hier nur darum, Polynomdivision zu üben. Wir könnten allerhöchstens noch eine kleine Probe machen. Die müssen wir jetzt noch irgendwo, wir quetschen sie mal noch hier dazu. Man kann eine Probe machen, indem man x plus 3 mit dem Wert multipliziert, den man raus hat. Das heißt x² minus x minus 2 und multipliziert das einfach aus. Dann haben wir x hoch 3 minus x² minus 2x plus 3x² minus 3x minus 6. Wenn wir das jetzt noch zusammenfassen, dann haben wir x hoch 3 minus x Quadrat plus 2x Quadrat ist dann 3x, also noch 2x Quadrat übrig. Minus 2x minus 3x ist minus 5x. Minus 6. Wunderbar, es kommt wieder der Anfangsterm raus. Offensichtlich haben wir alles richtig gemacht. Gut, bei der nächsten Funktion g von x ist gleich minus 5x² minus 10x minus 5. Entweder ihr ratet eine Nullstelle oder ihr könntet sie theoretisch sogar per PQ-Formel ermitteln. Eine Nullstelle hier ist x1 gleich minus 1. Kann man auch leicht nachvollziehen, wenn man das hier einsetzt, haben wir hier minus 5. Hier haben wir plus 10, nochmal minus 5, ist logischerweise dann 0. Also rechnen wir 5x² minus 10x minus 5 geteilt durch x plus 1. So, hier ist noch ein Minus. So, minus 5x² durch x ist minus 5x. Minus 5x mal x ist wieder minus 5x. X Quadrat minus 5x mal 1 ist minus 5x.
Hier ist 0, minus 10, plus 5x haben wir noch, minus 5x, minus 5. Teilen wir das durch x, haben wir minus 5. Minus 5 mal x ist minus 5x und minus 5 mal 1 ist minus 5, also minus 5x minus 5 ist 0. Wunderbar. Auch hier können wir jetzt eine kleine Probe machen. Also, minus 5x minus 5 mal x plus 1 ist gleich. Dann haben wir minus 5x Quadrat minus 5x minus 5x minus 5. Und ja, es passt hier jetzt nicht mehr so ganz schön hin. Minus 5x Quadrat minus 10x. So, minus 5, das muss jetzt mal hier unten drunter ein bisschen gequetscht sein, aber man sieht, es kommt das Gleiche raus und das ist alles, was uns interessiert. Gut, bei der nächsten Funktion, h von x, kann man auch wieder die Nullstellen entweder erraten. Ich habe das jetzt schon im Vorfeld gemacht, meine Nullstellen raten. Jeder kann selber mal ein paar Werte einsetzen und wird dann merken, dass es für den einen oder anderen Wert eben funktioniert. Hier funktioniert es unter anderem für den Wert x1 ist gleich 3. Setzen wir 3 ein, haben wir hier 81 minus 90 sind noch minus 9 plus 21 sind 12, minus 12 ist 0. Also teilen wir 3x hoch 3 minus 10x Quadrat plus 7x minus 12 durch x minus 3. Wunderbar. 3x hoch 3 durch x sind 3x Quadrat. Ziehen wir das hier ab. 3x Quadrat mal minus 3 sind noch minus 9x Quadrat. Das heißt, minus 10x Quadrat plus 9x Quadrat ist noch minus x Quadrat plus 7x. Minus x Quadrat durch x ist minus x. Minus x mal x ist wieder minus x Quadrat. Minus x mal minus 3 ist wieder 3x. Das heißt, wir haben hier einmal 0, dann 7x minus 3x macht 4x minus 12. Und dann 4x durch x ist 4. 4 mal x ist wieder 4x. 4 mal minus 3 ist minus 12. Und wir haben wieder den Rest 0. Auch hier machen wir schnell eine kleine Probe. 3x Quadrat minus x plus 4 mal x minus 3 ist gleich. Also 3x hoch 3. Dann minus x Quadrat plus 4x. 3x, ja, ist jetzt ein bisschen durcheinander, aber naja, nicht so schlimm. 3x Quadrat mal minus 3 haben wir noch minus 9x Quadrat. Dann haben wir minus x mal minus 3 sind plus 3x und minus 12. Das fassen wir jetzt noch zusammen. 3x hoch 3 minus x Quadrat minus 9x Quadrat sind minus 10x Quadrat. 4x plus 3x sind 7x minus 12. Und das hatten wir hier oben auch schon. Wunderbar. Gut, dann haben wir hier die letzte Funktion. P von x ist gleich minus x hoch 4 plus 10x hoch 3 minus 31x Quadrat plus 30x. Und als allererstes klammern wir einfach mal x aus. Also minus x hoch 3 plus 10x Quadrat minus 31x plus 30. Hierbei ist jetzt wichtig, ihr dürft nicht, also sofern ihr hier jetzt angefangen habt und habt gesagt, oh, hier ist ja 0, eine Nullstelle, wunderbar. Das ist auch schön, wenn ihr mit der
eine Polynomdivision danach durch x macht. Das wäre hier in dem Fall auch möglich gewesen. Aber worauf ich hierbei hinaus wollte, ist, also man kann entweder die Polynomdivision durch x machen oder einfach x ausklammern, was in diesem Fall halt, ja, es wäre leichter, aber man hätte auch mit dem anderen Weg Polynomdivision üben können. Aber was ich damit bezwecken will, ist, ihr dürft jetzt nicht diesen inneren Term hier einfach nur durch x teilen, weil das wäre falsch. Ihr habt ja in diesem Moment schon x als Nullstelle, dass es in allen enthalten ist, benutzt. Das heißt, ihr müsst hier von dem mittleren Term, also von dem in der Klammer, eine weitere Nullstelle erraten. Mit der Null allein ist es hier nicht getan. Man muss genau genommen, wenn man das wirklich so machen möchte, zwei Polynomdivisionen mit zwei verschiedenen Nullstellen machen. Hier von dem inneren Term in der Klammer wäre x1 gleich 2 eine Nullstelle. Also führen wir folgende Polynomdivision durch. Minus x hoch 3 plus 10x Quadrat minus 31x plus 30 geteilt durch x minus 2. So, minus x hoch 3 durch x ist minus x Quadrat. Minus x hoch 3. Minus x Quadrat mal minus 2 ist plus x Quadrat. Das heißt, hier das fällt weg. Minus mal plus ist minus. 10x Quadrat minus, oh, wir haben hier eine 2 vergessen. So. Minus 2x Quadrat ist dann noch 8x Quadrat minus 31x. So. 8x Quadrat durch x ist 8x. Wenn wir es wieder rückmultiplizieren, haben wir hier wieder unsere 8x Quadrat und minus 16x. Minus 16x. So, minus 31x plus 16x haben wir minus 15x plus 30. Minus 15x durch x haben wir minus 15. Rückmultipliziert haben wir wieder minus 15x und minus 15 mal minus 2 sind plus 30. Das heißt, der Rest ist hier wieder 0. Multiplizieren wir das noch aus. Also, fangen wir ein bisschen hier weiter drüben an. Minus x Quadrat plus 8x minus 15 mal x minus 2 ist gleich minus x Quadrat mal x, haben wir minus x hoch 3. Dann haben wir plus 2x Quadrat plus 8x Quadrat minus 16x minus 15x plus 30. So, das ist das gleiche wie minus x hoch 3 plus 10x Quadrat minus 31x plus 30. Wunderbar, es kommt das raus, was wir auch ursprünglich geteilt haben. Und ja, somit sind wir hier an dieser Stelle fertig. Ich hoffe, ihr hattet soweit die richtigen Ergebnisse. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt oder weitere Übungsaufgaben machen wollt, dann ja, einfach in die Kommentare damit und ich lasse mir dann was Schönes einfallen. Also, bis dann. Tschö.